Aber wir haben im Moment noch ein ganz anderes Ziel. Also alles andere als Drachen, gegen den wir uns zur Wehr setzen müssen. Wir müssen erstmal irgendwelche Diebe finden. Aber das mache ich nicht zu Fuß. Wo ist Plötze? So. Jawohl, da bist du her. Ich guck mal gerade auf der Karte. Kommen wir da irgendwo dran vorbei? An irgendwas anderem? So, das hier ist jetzt... Nö, das geht schnurstracks hier durch die Wälder. Hier kommen wir bestimmt noch irgendwann hin. Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt. So, dann schauen wir mal, was wir so auf dem Weg alles finden. Und ich hoffe... Bis zum... Moment mal. Warum liegt hier eine Leiche? Der Stein? Das sieht aus, als ob der Stein runtergefallen ist auf den armen... Was? Moment, ich guck mal gerade, was hier oben ist. Okay, hier gibt's gar nichts. Wobei, von der Seite können wir hoch. Von hier kann man den Stein eigentlich gut runtergerollt haben. Ich guck mal gerade, Moment. Ob ich hier irgendwelche Hinweise finde, aber ich finde gerade nichts. Das sieht mir schwer nach einem Attentat aus. Oder ein... Ja... Ein unglücklicher Zufall. Kann natürlich auch sein. Ist hier unten noch irgendwas? Nö, hier ist sonst nichts, ne? Wobei, was mit dem Stein? Wieso kann ich irgendwas damit machen? Moment. Arde? Ganz ruhig plötzlich, alles ist gut. Ich wollte nur mal gucken. Man kann den noch nicht kaputt machen oder so? Strange. Ich habe keine Ahnung. Wir reiten weiter. Aber wir haben wieder was gefunden. Was mich wiederum freut. Zwar irgendwas vollkommen randommäßig. Also ein Typ, der von einem Stein erschlagen wurde. Schneller. Weltenbummler. Was? Was ist los mit dir? Und was fliegt da oben? So, Bauer. Seht euch seinen Säckel an. Auf ihn, Männer. Ernsthaft? Du bist der Erste, den ich umhaue. Mein Säckel. Wo sind denn deine Männer? Ernsthaft? Alter. Wie kann man nur so blöd sein? Ernsthaft? Du willst es immer noch versuchen? Na gut, dann musst du wohl sterben. 15 Erfahrungspunkte habe ich für euch drei Lauchs bekommen. Und Baumwolle. So. Gegrilltes Hühnerbrötchen. Und Leder. Wow, seid ihr blöd. Selten sowas Blödes gesehen, ehrlich. So, was ist das hier? Ich habe irgendeine Trophäe bekommen. Warum? Weiß ich nicht. Weltenbummler. Wahrscheinlich, weil wir eine gewisse Anzahl an... Los. Schnellreisestation gefunden haben, kann ich mir vorstellen. So, aber was bist du denn? Können wir dich umhauen? Oder muss ich abhauen? Ich bin mir unsicher. Oh, Level 14, das geht. Komm her. Level 14 geht. Voll und ganz. Ja, liebe Vivan. Ne, bleib mal auf dem Boden. So. Haben wir gut geklappt, gut gemacht. Vivanhaut, Monsterklaue, Monsterzahn, Ei. Ja gut, also Level 14, konnte ich nicht nein sagen. War hier nicht noch irgendwo eine Kuh? Hier lag doch... Da ist die Kuh. Jo, wollte sich schön was zurecht machen, aber wir haben ihn einfach beim Essen gestört. Schneller. So kann er aber auch keine Menschen mehr reißen, von daher, ich glaube, es war das Richtige.
Okay. Wenn das jetzt so ein Totenkopf-Wivern gewesen wäre, da wäre ich so schnell weg gewesen. Aber sowas von schnell weg. Okay. Aber momentan geht's eigentlich. Von den Gegnern her geht es. Das Schwierigkeitsgrad ist genau im Level. Wir sind genau richtig hier, glaube ich, hingekommen. So. Und jetzt sind wir immer noch auf der Suche nach der Familienklinge. Nach Coolio. Coolio. Bester Name. So, einmal links rum. So, jetzt sind wir hier mitten im Wald. Was zum... Nö, muss jetzt nicht. Das muss jetzt nicht sein. Die geben eh nicht so viele Erfahrungspunkte, habe ich immer das Gefühl. Da würde ich viel lieber irgendwelche Ausrufezeichen finden. So wie der Bauer vorhin. Dieser Idiot. Kann man so blöd sein. Ah gut, die kennen uns hier noch nicht, ne? Vielleicht müssen wir uns erstmal einen Namen machen. Und dann trauen sich diese Lauchs nicht mehr, uns anzugreifen. Wo zum Henker reite ich hin? Heya! Nein, da sollte ich nicht hin. Wir nehmen den Weg. Wenn der Weg uns überhaupt... Der Weg führt uns gar nicht dahin. Schneller. Da müssen wir doch hier runter. Was? Was ist hier los? Du wirst ja nicht jünger gewesen. Eingang. Ein bisschen weitergehen. Ich bin keine Forelle, die zum Leichen schwimmen muss. Ich tue und lasse, was mir passt. Was? Jetzt lass mich in Ruhe. Moment mal. Praktikum in fortgeschrittener Alchemie. Warum läuft der weg? Warte doch mal. Herr Druide. Hallo. Ja? Was willst du? Ich will erstmal, dass du hinter diesem Lauch hervorkommst. Wer war der Druide, mit dem du eben gesprochen hast? Der nette Alte, mit dem du gesprochen hast. Wer war das? Er gehört zu unserem Kreis. Gremist, ein großer Alchemist und ein elender Sturkopf. Okay. Nun, ich hatte bisher viel mit Zauberinnen zu tun. Und ich weiß, je größer das Wissen, desto größer die Arroganz. Aber Zauberinnen nehmen doch Lehrlinge auf, oder? Gremist nicht. Er hat so viele Rezepte im Kopf, weiß so viele Möglichkeiten, tödliche Gifte zu absorbieren. Aber er nimmt sein Wissen lieber mit ins Grab, statt es weiterzugeben. Ja, das ist ja seine Sache, ne? Denkst du, er würde es an mich weitergeben? Wir fragen erstmal, warum? Warum will er keinen Lehrling haben? Woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil er ein elender Sturkopf ist? Mhm. Wow. Okay. Praktikum. Was ist das für eine Quest? In fortgeschrittener Alchemie. 24. Wir machen erstmal Familienklinge zu Ende. Bevor wir hier irgendwas machen. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir kommen wieder. Aber gut, dass wir es gefunden haben. Einfach so nirgendwo. Okay, komm ich hier überhaupt runter? Spring einfach mal. Weiter so, Plätze. Das sieht nicht so gesund aus, ehrlich gesagt. Es tut mir leid, Plätze. Es tut mir wirklich leid. Falls du runterfällst, es ist meine Schuld. Aber es sieht noch ganz gut aus. Und das ist ein Weg. Wow. Wir haben es geschafft. Okay. Und wir sind auch gleich da. Wow. Hallo Freunde. Familienklinge. Habt ihr sie etwa? Plötze aus dem Weg. So. Mr. Axe ist weg. Der Typ auch. Und du bist auch nicht gerade der Allerlebendigste. Okay. Ein Schlag noch. Aua. Wir aber auch. Jetzt reicht's aber hier. Was soll denn das? Da macht der einen noch frech. Okay. So. Schnur. Coolio. Wirklich? Ist das Coolio? Geil. Tiges Tagebuch.
Diebes, nicht Dieges. Mann, kein Deutsch mehr. Gebratenes Fleisch und Hasenfell. Axt, Kämpferstiefel. Nee, die waren echt mies. Velina Axt. Das nehme ich mit. So, Mist, was war jetzt mit dem Ding? Mit diesem, mit dem Tagebuch. Scheiße, das wollte ich noch lesen. Das ist hier, ne? Ist es das hier? Ja. Zweiner. Ich habe endlos und 3 Tage zwischen den verdammten Waldkadavern. Walkadavern gesessen. Aber von Steinfind keine Spur. Entweder ist er auf die Felsen gelaufen oder er hat mich sitzen lassen. Ich habe Anke gesagt, sie soll diesen Bastard aus dem Spiel lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wer könnte das Schwert sonst noch kaufen? Vielleicht sollten wir es zurück nach Kaer Trolde bringen? Vielleicht würde Krach nur lachen und die Sache vergessen. Weißt du noch, wie die Hütte stank, als diese Ratte hinter dem Bett der Eltern gestorben ist? Hier stinkt es noch schlimmer. Und es ist kalt. Schreib schnell zurück. Oder noch besser, komm her, Irian. Yo, das haben wir dann damit erledigt, ne? Mit dem Herkommen. So, was habe ich denn bekommen? Mal gucken, was das Schwert so kann. Wir können es gar nicht ausrüsten. Es ist ein Questgegenstand, natürlich. Wo ist es? Wo ist es? Hä? Ist es kein Questgegenstand? Oder habe ich... Ach, hier. Oh, jetzt habe ich es übersehen. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Okay. Können wir leider selber nicht nutzen. Ich hätte gerne gesehen, was das Schwert so drauf hat. Aber leider nicht drin. So. Calcium-Eckwurm nehme ich noch mit. Was habt ihr denn hier noch so gelagert, wenn ich fragen darf? Nur Calcium und Baumwolle. Ja, Wahnsinn. Leute. Jo, das ist der Walkadaver hier. Mhm. Da können wir gleich mal drauf. Das stinkt doch gar nicht. Das ist normal. Okay. Bah. Ekelhaft. Und hier sind sogar noch Knochen von einem anderen Wal und da auch. Hm. Es hieß gar nicht Waldfriedhof. Ich habe Waldfriedhof gelesen. Das fällt mir jetzt erst auf. Es ist natürlich Walfriedhof. Okay. Sollten wir hier meditieren? Wir tun es einfach mal. So, nur eine halbe Stunde. Weil wir sehen echt übel aus. Oh, da sind noch ein paar Fässer. Hier ist doch vielleicht noch was. Nein, hier ist nichts. So, wir können wieder los. Bring Kilio zu einem Wachmann namens Olaf auf Kaer Trolde. Okay, ich guck mal gerade. Wo ist das denn? Jo, das ist noch ein Stück. Das ist noch ein Stück. Genau aus diesem Grund. Machen wir den jetzt hier. Wir machen Schnellreise. Auf dem Weg haben wir nicht viel gefunden, bis auf diese Quest hier natürlich. Aber wir werden hier noch etliche Male durchlaufen, wegen den Fragezeichen, da bin ich mir sicher. Deswegen reisen wir hier mal hin und geben das Schwert ab, denn ich möchte XP. Ich möchte EP. Ich brauche EP, damit wir leveln können, damit wir uns verstärken können, damit ich andere Quests endlich machen kann. Und das ist wichtig. Das ist sehr wichtig für mich. So, und schon sind wir da. Was denn? Na siehste, Schnellreise und schon haben wir hier eine neue Nebenquest. Was gibt's denn? Björk. Björk, das sagt mir doch irgendwas. Haben wir nicht eine Quest bekommen von ihm? Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Moire Diablen. Na, haben wir's. Ertrunkene. Natürlich. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Selbstverständlich. Erzähl mir von dem Problem. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen.
Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Okay. Natürlich übernehme ich den Auftrag, aber ich will natürlich auch entlohnt werden, mein Freund. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. 250, das ist sehr bescheiden. Also, ich habe mir da schon vorgestellt, um die 320. Er wird hundertprozentig ablehnen. So viel? Für ein paar mehr Teufel? Nie im Leben. Okay, das ist wahrscheinlich doch zu viel gewesen. Wir machen 280. 285. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Komm schon. 279. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Willst du mich verarschen, Alter? Wir sind doch hier nicht umsonst hingekommen. 270. Ganz schön teuer. Aber das ist es wohl wert. So ist es. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Na, geht doch. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Natürlich. Wenn ich mich recht erinnere, ist dieser Auftrag etwas härter. Etwas härter, ne? Wir gehen erstmal zu dem... zu dem guten Wachmann, Olaf. Ja. So, wo ist er denn? Da ist doch der Wachmann. Das ist er nicht. Wow, wir müssen da hoch. Alter. Wie zum Henker komme ich da hoch? Aber kannst du eine Axt werfen? Dein Bruder kann das. Gibt's hier einen Aufzug? Wie soll ich da hochkommen? Verdammte Kacke. Ich guck mal gerade hier. Vielleicht kommen wir hier hoch. Das sieht richtig aus. Ah, okay, ja. So, hier geht's dann steil nach oben. Ein bisschen Beinarbeit ist gefragt, Geralt. Dafür brauchen wir Plötze doch nicht, oder? Es ist so. Es ist echt schön hier. Gefällt mir sehr gut. Und wer ist das? Bist du blind? Eindeutig ein Hexer. So ist es. Ein Monsterjäger, wie? Was macht er denn hier? Naja. Ist mit dem Jarl befreundet. Vielleicht besucht er ihn. Wir jagen Monster, Freunde. Wir jagen Monster. So, und das ist unsere Person der Interesse. Herr Olaf. Worum geht's? Schöner Helm. Ich habe Coolio, dein Schwert. Ich bringe dir dein Eigentum. Coolio? Freya sei Dank. Wo hast du es gefunden? Im Norden der Insel, beim Walfriedhof. Frag mich nicht, wie es dahin gekommen ist. Lange Geschichte. Jedenfalls brauchst du dich um die Diebe nicht zu sorgen. Die stehlen nie wieder was. Deine Belohnung. Die hast du dir wirklich verdient. Und noch etwas von mir. Wenn du Coolio nicht gefunden hättest, hätte ich die Schande mit meinem Blut abwaschen müssen. Ja, was haben wir bekommen? Ich hoffe, ein bisschen Geld, ein bisschen Kronen. So. Mindestens, wow, Erfahrungspunkte 3. Das ist, 20 Kronen. Ernsthaft. Wow. Einfach wow. Ja. Na klar, ich saufe den ganzen Tag. Ich frag mich, ob man... Da ist, glaube ich, diese Feier, ne? Da ist doch diese Feier. Wo man... Ja, okay. Hier können wir uns umziehen. Hier können wir zu einem Baden. Ach, Baden. Zum Barbier natürlich. Wow. Was ist denn hier? Ich überlege gerade. An diesem Ort ist eine verfügbare Quest. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Schnell, bevor es weg ist. Plötze, bring mich hin. Aus dem Weg, Freunde. Aus dem Weg. Eine Quest schreit nach mir. So, jetzt aber. Bevor wir die nicht mehr annehmen können, muss ich da hin. Das ist ja wohl klar. Da sind wir doch schon. Bitte dich,
Huch. Was ist denn los? Warum zückt er sein Schwert? Okay, alles gut, alles ist gut. So, mit wem reden wir denn hier? Ich bitte dich, lass. Gestern auch gesoffen. Hä? Wo willst du hin? Du hast die Wachen verärgert? Oh, weil wir die umgelaufen sind. Aber meine Münze sagt, er kann den Riesen nicht besiegen. Okay. Okay, Entschuldigung. Nein, ich will nichts klauen, Mann. Ich will mit dem reden. Alter, die Wachen hier, ne? Skelliger, so. Ich bitte bescheiden um Vergebung. Ah? Meine Lage ist allzu misslich. Okay. Ich bin ein wandernder Jongleur aus dem besetzten Temerien und... Temerien? Sicher? Nicht Novigrad? Warum Novigrad? Ich komme aus Maribor und... Mhm. Du bist für diese Arbeit nicht geeignet. Dein Gedächtnis ist zu schlecht. Wir haben uns schon getroffen, aber da warst du ein respektabler Kaufmann aus Novigrad, der unbedingt nach Hause wollte. Oh. Aber ich versichere dir... schön. Oh. Du hast mich. Ich weiß, dass das schlecht aussieht, aber ich schwöre, dass ich es dir zurückzahle, Kumpel. Ich glaub's ja wohl nicht. Nur bring mich bitte nicht zum Jahr. Der Lügner, der hat uns angelogen. Ich zeig dich nicht an. Der Jahr soll entscheiden, was mit dir passiert. Ich werde mich selbst um dich kümmern, du Ganove. Ich schwöre, dass ich es dir zurückzahle, Kumpel. Das glaube ich dir nicht. Ich zeig dich aber auch nicht an, so ein kleiner Wurm. Wenn ich dich anzeige, kriege ich mein Geld bestimmt nicht wieder. Aber versuch nochmal, mich zu betrügen. Dann finde ich dich und... Ja. Nein, ich lüge nicht. Außerdem kannst du zum Jarl gehen, wann du willst. Ich erwarte also, dich später zu sehen. So. Dieser Lauch. Da verarscht er uns einfach. 20 Kronen. Dafür haben wir 20 Kronen bekommen. Alter. Okay, die Wachen sind nicht gerade gut auf uns zu sprechen, leider. Ich verbessere es. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Alter, steck dein Schwert weg. Ich will die Wachen gar nicht angreifen. Der Freak. So. Mitten im Meer. Mitten im Meer ist irgendwas. Oh, Moment. Wir können ja erstmal hier hin. Ja, das machen wir zuerst. Das machen wir zuerst. Es ist wieder Zeit, Freunde. Wir müssen uns jedes Fragezeichen mal anschauen. So. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Das hast du nicht laut gesagt, oder? Mund halten und kämpfen. Ja. So. Du möchtest gern Bandit? Aua. Und tschüss. Was seid ihr denn für Idioten? Drei Banditen, weißt du? Mit einer Schnur. Mit Leder. Was sind das für... Und Lederbänder und einem stumpfen Beil. Und die schimpfen sich Banditen. Ich glaub's ja wohl nicht. Und jetzt brenne ich. Und ich schimpf mich Hexer. Geil. Was sind das hier für Wandmalereien? Okay. Die Dinger kenne ich doch irgendwoher. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ich weiß nicht wo. Also hier im Spiel. Nicht in real life. Aber hier im Spiel habe ich die schon mal gesehen. Und ich weiß nicht wo. Eine Pusteblume. Ja, geil. Okay. So, ja, euch drei habe ich einfach mal weggesemmelt. Also wenn die Fragezeichen dementsprechend sind wie diese Banditen, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird. So, 100 Meter noch. Schauen wir mal die Umgebung an. Ist schön hier, ist echt schön. Die Luft ist gut. Man hat viel Platz, um sich zu entfalten. Hier sind lustige Schneehasen. Eine Erscheinung. Okay. Ja gut, den ersten haben wir schon weggemacht. Aua, du spinnst wohl. So, haben wir beide erledigt. Gibt gutes Zeug. Gibt gutes Zeug. Ja, danke sehr. Moment. Was ist denn mit dir? Henkerstiefel. Das war also der Henker, ja? Und was ist das hier?
Ach, ein Schatz. Wow, zwei Runensteine. Schwere Hindarsfialische Rüstung. Das hört sich nach einer sehr stabilen Rüstung an. Dunkeleisenerz und Hasenfleisch und 7 Floren nehme ich mit. Was? Was habe ich hier? Oh mein Gott, ich dachte schon. Wow, ich dachte gerade echt, irgendwas Großes kommt. Die Henkersstiefel würde ich mir gerne anschauen, aber ich bezweifle sehr, dass die irgendwas können. Aber das habe ich ja schon oft gesagt. Und hinterher wurde ich eines Besseren belehrt, aber diesmal nicht. Schwertmeisterstiefel, wo haben wir die denn her? Okay. Jo, die Axt können wir noch nicht nutzen. Wir sind immer noch Level 20. Es dauert aber nicht mehr lang. Und dann sind wir 21. Laut Adam Riese. So. Okay, ich würd gerne hier hin. Ich habe noch nicht mal ein Boot. Doch, hier sind Boote. Wir müssen einfach in den Norden. Hafen. In den Hafen von Kirtrolde. Sollen wir dann eine Rundfahrt machen? Eine Wasserrundfahrt? Ich meine, wir müssen das eh irgendwann alles machen, ne? Könnten wir eigentlich tun. Könnten wir tun. Vielleicht machen wir das. Ich schnapp mir ein Boot. Erst einmal. Plätze. Wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Wo kommst du denn jetzt plötzlich her? So. Komm ich hier überhaupt runter? Wow. Das, nein. Nein, nein. Das sieht nicht danach aus, dass ich da runter kann. Ich muss erstmal den Berg runter, bevor ich da... Okay, ja. So. Hier ist ein Weg. Sehr schön. Ich will mir nur ein Boot schnappen und dann machen wir uns auf die Reise. Hafen von... Treiber. Ich will die Wachen nicht umlaufen. Das sollte mir nicht nochmal passieren. So, Plötze, ich glaube, wir brauchen dich erstmal nicht für eine Zeit lang. Denn ich möchte auf Bootstour. Ausmachen, nein. Aufnehmen, eine Strickleiter, wow. Nein, echt nicht. So, die Boote dürfen wir uns einfach nehmen, oder? Ich hoffe schon. So. Und los geht's, unsere lustige Bootsfahrt zu den Fragezeichen beginnt. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ich hoffe sehr. Nicht, dass das hier Kreaturen sind, die wir nicht weghauen können im Wasser. Vielleicht brauche ich auch einfach nur eine bessere Armbrust. Das kann natürlich auch sein. Aber die haben wir momentan nicht. Oha. Wir sollen die... Wie sollen wir die denn bekämpfen? Schmuggler versteckt. Vom Boot aus soll ich die bekämpfen? Okay. Das wird ja interessant. Was? Interagieren? Was? Wow, wir können uns hier hinsetzen. Ernsthaft, steh auf. Okay, das war einer. Das war einer. Kriegen wir hin. Wow, die Armbrust macht gut Damage, muss ich sagen. Jo, Treffer. So, und jetzt. Tschüss. Ich sehe nichts wegen dem Segel. Alter. Okay, die vergiften uns sogar. Oh, aber das waren sie alle, ne? So, kann ich euch jetzt looten? Oder was? Das sieht nicht so aus. Oh, da sind noch mehrere. Ich will nur das Schmugglerversteck. Was ist das für ein Leuchtturm da hinten? Kann man da hin? Oder kann man hin? Aber da müssen wir noch nicht hin. Da kommen wir noch irgendwann hin.
Wow, das geht ja noch weiter. Das geht ja noch viel weiter. Alter, das ist riesig hier. Das ist riesig hier. Sag mal, wo kommen denn die Dinger eigentlich alle her? Ach so, wir haben natürlich dieses Anschlagbrett gelesen. Natürlich, wir haben hier auch überall Fragezeichen. Oh Gott. Okay, Moment. Erstmal das Schmugglerversteck. So, komm her. Ich hoffe, es lohnt sich. So, kann ich einfach schießen? Ich kann nicht schießen, ne? Ich muss unter Wasser sein. Na gut. Moment. Ah, guck mal hier. Das ist natürlich locker. Das ist natürlich locker. Okay, da ist eine Kiste. Wow, ist das dunkel hier. Dorisches Schwert, Assassinenhandschuhe, Calcium Equum, Fell und Floren. Hat sich gelohnt, glaube ich. Mal gucken. Wir schauen uns das gleich mal an. Wenn wir wieder auf Festland sind. Schützen, Gambeson, Wächterstiefel. Ich nehme erstmal mit. Weil anschauen möchte ich mir jetzt erstmal nicht unter Wasser. Nilfgaardische Wächterrüstung, Fährtenleserhose, ja, reines Silber, Floren. So. Okay. Und wieder zurück zum Boot. Okay. Na, das lief doch ganz gut. Glaube ich. Warte mal. So. Jetzt haben wir gut. Das Ding lebt noch. Wow. So. Jetzt haben wir gleich nicht mehr. Wo bist du? Nicht ins Wasser fallen, Mann. Und tschüss. So, sehr schön. Das waren sie aber alle jetzt. So, was habe ich denn jetzt bekommen hier? Vieles habe ich bekommen. Dorisches Schwert, wow. Nein, nicht gut. Kriegsaxt hatten wir schon. Velena-Axt, ja gut. Zwergenbeil hatten wir. Hä, hab ich keine andere Waffe bekommen? Ich dachte, ich hätte eine Waffe bekommen. Die Nilfgaardische Wächterrüstung. Leider nicht gut genug. Das Ding hier, das schmeiße ich direkt weg. Die auch. Weil das sind ganz normale Gegenstände. Die brauche ich echt nicht. Assassinenhandschuhe. Okay, die sind genauso gut wie unsere. Was können denn unsere? Ja, 5% Angriffskraft. Und du? 10% kritische Trefferchance. Hat die zum Beispiel nicht. Aber gehört zur Hexerausrüstung. Ich würde das gerne behalten. Weil es einfach passt. Es passt. Das hier können wir verkaufen. So, und die Stiefel, die können wir eh nicht gebrauchen. Okay. Schade. So, unsere Seefahrt geht weiter, würde ich sagen. Durch die Leichen unserer guten Harpien. Sind das Harpien? Ja, ne? Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.